auf großer Fahrt. Auf geht's. Setze ich auf eine Vierpunktverankerung mit vier von diesen Flussankern. Dieses Modell hier gibt es bei Raptor Boats bzw. auch von Minn Kota. 20 Kilo. An den unteren Ösen des Bootes werden vier von diesen Ankerleinen befestigt. Warum vier? Weil es eine Vierpunktverankerung ist. Vierpunktverankerung deswegen, weil das Boot so von vier Punkten gesichert wird und es minimale Bewegung auf der Wellengang hat. Sprich, bei einer Dreipunktverankerung würde das ganze Boot hin und her schlackern und eure Montagen würden verzogen werden. Perfekte Sache für mich. Auf meinem 500er Eiboot benutze ich ein Black Cat Bootszelt. Sehr stabil, easy aufzubauen. Legt man einfach aufs Boot, zieht man auf, steckt drei Stangen rein und fixiert es an den vorgegebenen Ösen des Boots. Auch die Liegeflächen werden perfekt abgedeckt, hat nach vorne hinten noch genug Platz, damit die Schlafsäcke nicht an die Zeltwand stoßen. Optimal gelöst für mich. Genügend Innenraum für zwei Personen, perfekte Staumöglichkeiten unter den Betten. Ich würde sagen, der Platz optimal ausgenutzt. Zack, schon kommt ein bisschen Luft rein ins Zelt. Und hier in den Schlafplätzen ist auch perfekt. Wir haben hier unter dem Schlafsack einfach eine fette Isomatte, 7,5 cm. Gibt es bei Amazon, kostet roundabout 60 Euro. Und dadurch merkt man diese Holzplatten, auf denen man liegt, im Endeffekt überhaupt nicht. Das Coole ist beim Eiboot einfach, dass man unter diesen Holzplatten, unter den Schlafmöglichkeiten, perfekten Stauraum hat und in der Mitte immer noch diesen breiten Gang. Besser geht's nicht fürs Bootsangeln. Scheinbar kann man auf dem Boot nicht nur schlafen, von Angeln, sondern auch von gescheit kochen. Ravioli, ihr wisst es bei uns, ist nicht. Das mache ich hier gerade. Ich heute gerade eine Salsiccia mit Fenchel bei uns vom Metzger. Wird schön anbraten werden. Und dann geht's ab in einen Wrap. Mit lecker Gemüse. Das wird richtig nice. Ich freue mich. Muah.
hier kommt das erste Fazit zum iBoot 500. Ja, wie ihr gesehen habt, waren wir gute 4 Tage auf dem Boot, sind eigentlich nur aufs Land oder ans Land gefahren, um mal ums Eck zu gehen. Was ihr hinter mir seht, ist das Packmaß des iBoots. Das ist eigentlich die große Besonderheit bei diesem Bootsangeln. Ihr seht hier das iBoot 500, hier neben das iBoot 260. Meine beiden Motoren, ein kleiner Minn Kota für das Beiboot und einmal der große Hasswing Protura 3.0. Daneben stehen die Bootsbretter und daneben nochmal die Liegeflächen. Obendrauf seht ihr hier noch, sind die Matratzen, von denen ich euch schon erzählt habe, machen das Liegen auf jeden Fall viel angenehmer. Ja, generell ist einfach zu sagen, dass das Angeln vom Boot super flexibel ist. Ihr könnt hinfahren, wo ihr möchtet. Was wir erfahren haben hier in Frankreich, ist nicht überall ist es gern gesehen. Sprich, die Locals sehen das natürlich als Schwierigkeit, dass man auf einmal auf einem Gewässer von ganz anderen Stellen aus angelt. Und ich wurde nach wenigen Minuten direkt angepfiffen, angerufen vom Ufer aus. Ich sollte doch mal ans Ufer kommen. Und mir wurde dann gesagt, dass ich mich doch bitte im Gebüsch verstecken soll. Deswegen hat man auf den Aufnahmen auch nur Bilder gesehen, wo wir das Boot tief ins Dickicht gezogen haben. Ja, generell ging es super. Was ist zu sagen, vom Platz her hat super gepasst unter den Bänken. Ist jede Menge Stauraum vorhanden. Das Einzige, was uns so ein bisschen gestört hat, war die Höhe des Zeltes. Also innen drin kann man nur sitzen, wenn man sich auf den Aluminiumboden setzt und nicht auf die Bänke. Weil einfach die Höhe des Zeltes auch dass es vom Wind her nicht so sehr angegriffen werden kann. Aber sonst eine ganz feine Geschichte, werden es auf jeden Fall wieder machen. Das iBoot 500 habe ich ja jetzt und wir sind gespannt auf die nächsten Abenteuer. Und nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren. Da geht's lang.